Wollen Sie was, Herr Oberinspektor? Ja. Ich will, dass hier ordentlich gearbeitet wird und dass dieser Schlendrian aufhört, ja? Und dass diese Unverlässlichkeit und die Unfähigkeit von allen hier... Aber sehr gut, wenn ich rede, ja? Frau Woda, vergisst mir, die wichtigsten Telefongespräche auszurichten. Der Inspektor Berndner denkt nicht daran, die selbstverständlichsten Wege zu tun, die er zu machen hat. Und du denkst nicht daran, ein amtliches Formular auszufüllen, was mir wurscht wäre. Aber kommst nicht auf die Idee, einen so wichtigen Menschen wie den Hausarzt einer möglicherweise Ermordeten hierher zu bitten. Ja, daran hättest du doch auch... Zurück! Dir gebührt ja Disziplinarverfahren, weil sie dann spürst, dann hast du es auch. Jetzt wünsche ich und ordne an, dass bis morgen 18 Uhr alles das nachgeholt wird, was versäumt worden ist, dass alle hergestellt werden, dass alle befragt werden, alle Amtspersonen, alle Zeugen. Und die müssen um 18 Uhr morgen da sein. Der Gatte, der Freund, die Kellnerin und die Schwester. Und wehe euch, wenn das nicht minutiös erledigt ist. Mit dem Buckel herunterrutschen, der Herr Oberinspektor Mare. Puh, sieh doch auf! Weil wir mal was vergessen, dabei ist doch immer schon der verletzte Kaltberg werden. Sind Sie ja wie Herr Wilder? So was von unverlangt. Man ist ja schließlich ein weibliches Wesen. Was? Wesen! Jetzt habe ich mich vertieft, Arno. Ich muss ja ein Martyrium für eine Frau sein, mit so einem Kerl verheiratet zu sein. Ja, die ist doch eh so warm dran, seine Heute. Aber wenn er so herumbrüllt, da könnte ich ihm glatt eine zischen. Das mache ich auch noch einmal, meiner Söhne. Den wird noch einmal der Schlag treffen, der sich so aufregt. Aber der regt sich doch nicht auf, das ist es ja. Der sitzt jetzt drin in seinem Zimmer und lacht uns aus. Und wir stehen da wie die Trotteln.